Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Ich bin Mac Chris und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Und heute habe ich The Darkest Secret für uns. Ja, ich hoffe, eine gruselige Compilation, die uns eine Menge Gänsehaut bereiten wird. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt direkt rein. Rein in den Spaß, euch viel Vergnügen, auf geht's. So, The Darkest Secret, was haben wir denn da? 6 Horrorvideos, die so unheimlich sind, dass wir uns unter unseren Betten verstecken werden. Wieder große Versprechung. Ich bin gespannt. Schau ich mal, ob die Lautstärke richtig ist. Ja, und auf geht's. Keine Spoiler, machen die ja immer dann. A strange face that never should have appeared. Enormous, inexplicable beings and creatures, apparently taken from myths and legends. Several minutes of terrifying paranormal material await you today. Much of it submitted by you. So stay until the end, because the videos in the last positions will make you weak in the knees. My name is Leonore Clay. Hi, Leonore. And this is The Darkest Secret. Yeah. Today we present horror videos so sinister, they'll make you hide under the bed. Number 7. He strongly requested us. Moment, hat sie nicht gerade 6 gesagt? Da steht ja auch 6, warum sagt sie 7? Number 7. Not to reveal his name, because of the problems he might have at work. He only asks us to call him B.S. Do you notice that movement? In his email, our subscriber states that one night a neighbor began to warn his friend, the security guard who recorded, that the blinds on one of the windows of the premises were beginning to exhibit an unusual movement. He started recording because he had never seen anything like it. And also okay, dass diese Lamellen sich bewegen, finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Also es ist ja wohl irgendwie ein Sicherheitsmann, der filmt das da von da unten. Das kann halt auch durch Zugluft passieren, ne? Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber ich habe da in der Mitte sehe ich hier schon was. Schauen wir mal. Also because there was no one inside. Tell me, what would you do if this happened to you? Da ist doch irgendwas in der Mitte, oder? Da war doch ein Gesicht. Da. Ui, da bin ich. Wow. Da, Das ist nicht schön. Never in his darkest nightmare. Wow. Das ist doch keine Pareidolie, da ist doch echt ein Gesicht. Where did he imagine capturing the presence of that strange and disturbing face that can be seen on a couple of occasions through the blinds? Aber wer sagt ihm denn, dass da nicht doch irgendjemand in dem Gebäude drin ist? Oder eingebrochen ist? Oder einfach jemand, der da auch vielleicht nicht hingehört, wenn das der Wachmann ist, der auch dieses Gebäude bewachen soll? Also meine erste Intention wäre ja nicht zu sagen, boah, da oben spukt's, es ist ein Geist, sondern hey, da ist jemand eingebrochen, da muss ich gucken gehen. Oder? Tell me, can the wind swing the blinds with such force? Also es ist gut möglich, dass derjenige, der jetzt da auch am Fenster steht mit seiner unheimlichen Visage, dass der halt in diesen Raum gekommen ist, die Tür aufgelassen hat, dass es dadurch halt zieht und die Lamellen sich bewegen und der Typ halt einfach nur aus dem Fenster guckt. So. Und das sieht jetzt von unten unheimlich aus. Ja. Das ist möglich. Aber wenn ich mir so die Grundstory drumrum, wenn ich das so glaube und so, dann und da war jetzt wirklich keiner, ist das schon gruselig, ja. Can you tell me where it comes from? Boah, da ist aber echt nicht schön, ne? Aber es sieht eigentlich aus wie, also wenn ich jetzt mal die Bildqualität, ne, die macht jetzt natürlich aus diesem Gesicht natürlich auch was Schrecklicheres, als es wahrscheinlich ist.
Vielleicht ist es doch einfach nur ein älterer Herr oder halt überhaupt ein Mann irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, das sieht nur so schlimm aus, weil die Bildqualität so mies ist, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein normaler Mensch, der da einfach nur in dem Raum ist und aus dem Fenster guckt. BS has no way of proving that it is a ghost. Despite this, he affirms that right in front of this enclosure is the city cemetery. A precedent in itself. Natürlich ist der Friedhof auch wieder in der Nähe, ist ja klar, ne? Also wenn das Gebäude schon nicht auf dem Friedhof gebaut ist, dann muss der Friedhof ja in der Nähe sein, ist ja logisch. That is quite revealing. What do you think? Ich würde sagen, es ist einfach ein Mensch, der da in diesem Gebäude ist. Was auch immer er da zu suchen hat. Number 6. Es sieht gruselig aus, ja. This next story was a happy stay for Trixie Joy Velasco, a Filipino influencer who was in the hospital in the process of giving birth. The video you see on the screen is recorded by her partner. He was alone in a waiting room, so he took out his cell phone and began playing a game. Moment, diesen Clip hatten wir schon mal. Den hatten wir sogar erst gestern oder vorgestern. Und da war die Story noch ein bisschen anders, oder? Vertue ich mich da? Hier ist die Geschichte, da hat eine Frau ihr Kind bekommen und ist im Krankenhaus und der Mann ist halt bei ihr und wartet halt in diesem Raum, ja, mit den vielen Betten. So, und wird jetzt gleich das sehen, was wir auch in dem Clip gestern und vorgestern, gestern oder vorgestern gesehen haben. Da war aber die Story, der Mann war einfach im Krankenhaus wegen irgendetwas. Als Patient. So, und hat das dann gefilmt. Also zwei unterschiedliche Geschichten, die bei denen ich jetzt einfach vermute, dass keine der beiden so stimmt. Ja, also Geschichten aus dem Paulanergarten. Ist halt auch der Grund, warum ich immer wieder sage, die Grundstory ist darum, um so einen Clip. Vergesst die. Ja. Es sei denn, da gibt es wirklich Anhaltspunkte dafür, dass das stimmt, aber sonst einfach. Da wird viel drum erzählt, damit das dann noch dramatischer ist und so weiter. Und hier auch, ne? Also, wir kennen den Clip, wir gucken uns den jetzt trotzdem an mit der neuen Story dahinter. Vielleicht haben wir da neue Erkenntnisse. To make time go by faster. But as you know, the paranormal can happen to anyone and at any time. Sasha, ya wa, koreise, lak kayo. May ungo to go was. Ja, er sieht die Füße. Die What? Ja, und da ist halt genau das, warum filmt er da unter den Betten? Das macht er ja nicht einfach nur aus Spaß. Ja. Und da habe ich ja gestern oder vorgestern auch gesagt, dass wenn er das Gefühl gehabt hätte, dass da noch irgendetwas mit ihm im Raum wäre oder auch vielleicht sogar unter den Betten, dann hätte er wahrscheinlich eher selber drunter geguckt, anstatt nur sein Smartphone da drunter zu halten zum Schauen. Ich weiß nicht. He showed strangeness when he encountered those feet. It then turned into intense fear when he realized that he was still alone in the room. A situation that is incomprehensible to anyone, and that together with the birth of his son will forever mark the life of this young man. Yeah. To whom or what did those feet belong? Zu einem anderen Menschen. Zu einem, der mit ihm da zusammen den Grusel, den Clip für uns gedreht hat. A question whose answer we will probably never know. Natürlich nicht. Number 5. Oh Gott. The next footage was going to be the recording of a beautiful sunset that a man plans to capture in the middle of nature. However, everything changed when in the distance, among the foliage, something impossible was noticed. He just, do you see that? Do you see that? Yeah, I see.
I'm afraid. Ich. Ganz ehrlich, ne? Ganz ehrlich, ich fahre gleich außer Haut, wirklich. Was ist das für eine Bildqualität? Mit was hat er das gefilmt? Mit welchem Taschenrechner hat er diesen Clip erstellt, gedreht, gefilmt? Ja, Leonor wollte uns ja erklären, dass er den wunderschönen Sonnenuntergang filmen wollte. Er sieht ja nichts. Also wie sieht das denn aus? So, und er filmt dann auch genau dahin, wo dann irgendwie so ein Mannequin da ist oder was. Und was ist das überhaupt? Das kann auch einfach irgendwie ein Typ sein, irgendein Mensch, der da, also ich weiß es nicht. Bigfoot oder was? Oh my God. Oh my God. Das soll jetzt Bigfoot sein, ja? Oh my God. Finally, you see that. Despite the distance, you can see that the presence was really tall. A creature that easily reaches between 4 to 5 meters. 4 oder 5 Meter? Liebe Leonor, also man kann ja sicherlich die Größenverhältnisse nicht so gut abwägen in diesem Clip. Aber ich erkenne einfach, dass dieses Ding nicht 4 oder 5 Meter hoch ist. Weil das wäre größer. Ich würde es jetzt schätzen, 1,90 vielleicht. Ja, 2 Meter, wenn es hochkommt. Das war's. Also, kann also auch ein normaler Mensch sein. But what stands out the most are its arms. And look when it stretches them. Also ich glaube, Leonor hat noch nie einen großen Menschen gesehen. They seem to be the arms of the most enormous gorilla. Do you have any idea on what it could be? Es ist ein Mensch. Comment below. Das ist wahrscheinlich sein großer Kumpel, wo er dann gesagt hat, du sag mal, stell dich mal da vorne in den Wald, mach mal ein paar Bewegungen, ich film das, du bist jetzt der Bigfoot. Ja? Number 4. As long as you escape and don't look back, you will be safe. This is the. Ich möchte nochmal anmerken, ich fand jetzt den Clip vorher, obwohl ich ja glaube, dass es Bigfoot gibt, dass es Bigfoot-Populationen gibt. Ich fand den Clip halt nur unglaubwürdig wegen der Bildqualität. Ich lasse mich nicht mehr abspeisen mit Bildqualität, also mit so einer Bildqualität, die aussieht wie mit einem Taschenrechner oder. Ja. Lasse ich mich nicht mehr mit abspeisen. Es geht nicht, es geht einfach nicht. Say that has been passed down from generation to generation in some places in Africa. This is based on the mythology that says that some demons hide in the forest to pursue unwary explorers. Dämonen in Afrika. Who dare to travel through their domains alone. A popular belief that only remained in fanciful stories until the Squatch Watchers channel made the following footage public. J'espère que vous allez bien, moi ça par la grâce de Dieu. Je suis comme ça en train d'aller à l'école. Ok, vite, pas folle, bien. Mais je pense que le professeur ne va pas venir aujourd'hui. Donc je retourne à la maison. Oh! Un alien! C'est pas un démon, c'est un alien. Je pars à l'école, c'est bon! Je ne retourne pas! Although we cannot understand what he is saying, he was clearly already distressed by noises that he had probably heard and suspected were from those creatures. Everyone living in the small towns in the area know that once they start chasing you, you must continue running without making eye contact. That's why the man escapes as fast as he can without looking back. Could you avoid it? These phenomena are not uncommon. I'm telling you, many people in the town have seen these creatures. And that is why it is advisable not to look at them. Sieht aus wie ein Affe. Wie ein Affenmensch. Ja, es rennt irgendwas hinter ihm her. Aber kann das nicht auch ein Filter sein? Gibt es einen Filter, der dieses. Das wird es sicherlich geben, oder? Keine Ahnung. Kann auch ein Alien sein. Wird da von einem Alien verfolgt. Them.
Here's another person who also captured one. The video was published on Ian Duncan's account. Pay attention. Oh, hallo. Leute, das ist ein Filter. Das ist ein Filter. These were videos recorded by two different people. However, in the comments, some say that they are the same being. Or... Das ist ein Filter. Kann mir doch keiner erzählen. At least the same kind. Do you notice that too? A whitish humanoid-looking creature, ja, which for many are demons, that wander through inhospitable places, confirming that that popular belief could become real. Do you have any information about it? Kann das nicht ein Filter sein? Also, so ein, dass so ein Ding halt hinter dir auftaucht, wenn du so filmst und dass sich auch deine Geschwindigkeit zum Beispiel anpasst? Weil wir haben ja gesehen, als er jetzt schneller wurde, wurde das schneller und bei dem davor ist es hinter ihm ja auch schneller geworden. Und das würde auch erklären, warum das relativ identisch aussieht, ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Filter ist. Ja. Weil denen ist ja jetzt wohl nichts passiert großartig, weil die konnten das ja noch online stellen. Number 3. Ja, gut, die Vorstellung ist natürlich gruselig. Das muss man der Leonore lassen bei diesem Clip, den sie hier reingepackt hat. Ja, also wenn man sich vorstellt, man geht irgendwo durch den Wald, man filmt sich und hat Spaß und auf einmal taucht hinter einem irgendetwas auf, was einen verfolgt und dann muss man dann leider losrennen. Ja, das ist schon gruselig, ja. Aber ob es echt ist, ist fraglich. The following is a video sent by a subscriber who, for personal reasons, did not want to reveal his identity. What he did want to tell us was the story of what, according to him, best exemplifies that sometimes real life is more terrifying than fiction. He tells us that this is a psychiatric hospital, and that at night, a patient sneaks through the hallways. Sometimes they see him emerging from the walls like a demon. Nee, ich glaub, although the story anderes. Sounds interesting. Ich glaube, das ist eher was anderes. Diese Türen, wenn das wirklich eine Anstalt ist, haben manchmal unten so eine Durchreiche. Dort kann man halt Tabletts mit Essen durchreichen, ja? Mit Gerichten zum. Also, ja, damit halt jeder auch seine Mahlzeiten zu sich nehmen kann. Ohne dass man großartig die Tür komplett öffnen muss. Kennt man aus Filmen oder so, ne? Ich glaube einfach, dass dieser Typ, dieser, wenn das ein Patient ist, sich durch dieses Loch gequetscht hat. So, und jetzt auch darin feststeckt. Das ist kein Dämon, der da durch die Wände gehen kann oder sich durchdrücken kann, sondern der wird da durch dieses Loch. Durch diese Durchreiche sich durchgequetscht haben, ne? Ich glaube schon, dass das möglich ist, wenn man dünn genug ist und gelenkig. From the perspective of the staff, who must watch the scene at night, the truth is that story. Wir sehen ja auch, dass er da irgendwie auch noch irgendwo drauf liegt. Er hat das ja jetzt unten irgendwie so ein bisschen versucht, sich zu korrigieren. Das ist garantiert die Klappe, um das halt aufzumachen, um da halt was durchzureichen. So, das heißt, er liegt auch auf dieser Klappe. Ja? Deswegen ist das auch so, ist er auch so senkrecht da in der Luft. Deswegen funktioniert das auch. Also, der wird sich da einfach durch dieses Loch gequetscht haben. Und da das jetzt so seltsam aussieht, hat das irgendjemand rausgeschnitten, hochgeladen und hat erzählt, dass es einen Patienten gibt, der sich wie ein Dämon durch die Wände bewegen kann. Is not how our subscriber tells it. This is an old video. This is not really a psychiatric hospital. Nee. It is a normal prison. Ach, ein Gefängnis, okay, ja. And this is a thief who in fact used to rob houses by getting into small spaces.
This is an example that sometimes as time goes by, stories change. Ja. And finding the truth can sometimes be difficult. Das habe ich ja jetzt auch gesagt, ne? Das ist genau das, was ich Number gesagt two. Habe. Also das war halt einer, der sich durch so ein Loch in der Tür dadurch gequetscht hat. Ja, war sofort zu erkennen. Gut. Fairies are mythical creatures represented in a small and delicate way. According to history, they are usually protectors of nature. It is assumed that they were only a part of myths and legends. No one ever expects to come across one in real life. Gibt's da eine Fee? Wo ist sie denn? Hä? Oh Gott, oh Gott. Natürlich sieht das Ding so aus wie... What the heck is that? Natürlich sieht das so aus wie eine Fee von Disney, ist klar. Could that be an insect? Nein, look at the size of the space. It should be the size of a child's head. But its anatomy is strange. Ich glaube eher, dass das irgendein Spielzeug ist. Da wird irgendein Kind sein mit seinem Spielzeug und das kann fliegen. Und das sieht halt so aus wie so eine Fee. Far from anything known. The subscriber who sent me this video assures that he caught nothing strange at the moment. Nah. He was just making a video to show his family in the area of the park where he was. I have left this video in the collection because it is too good to be true. What do you think? Man sieht einfach zu wenig, ne? Also der hätte dann da auch mal hingehen müssen und mal ein bisschen näher dran filmen und wer weiß was. Also, sorry, das kann auch ein Spielzeug sein, was fliegen kann, ne? Das sieht cool aus, weil es ja auch so aus dem Augenwinkel, ne? Ich habe es auch erst überhaupt gar nicht sofort gesehen. Ja. As always, you are the judge. Aber es ist nochmal was anderes, ob man jetzt glaubt, dass so Kryptide, wie es den Bigfoot oder so, dass es die halt gibt, oder ob man an Feen glaubt. Das ist nochmal eine andere Stufe. Das ist ja genau mit dem Skinwalker. Das sind ja eher mythische Kreaturen, die ja auch relativ die auch übernatürliche Fähigkeiten haben. So. Und dazu gehört natürlich noch viel mehr als zum Bigfoot. Ja. Deswegen bin ich da natürlich sehr, sehr skeptisch. Beim Bigfoot nicht so, weil es ist halt nur ein großer Affe. Vielleicht. Number one. Jetzt bin ich gespannt. Bisher will ich mich noch nicht unterm Bett verstecken. This video is extremely odd. I've seen it a couple of times and I can't wait to show it to you guys to see what your opinions are. The subscriber tells us that what they see are goblins. Let's see goblins, if you ja. observe the same thing. Ja, ich hab ja Schatten gesehen, kleine. Das weiß ich nicht. Da, ich bin eigentlich total abgefuckt, ne, von dieser Bildqualität schon wieder. Klar, jetzt ist es auch noch aufgehellt und so weiter, aber ich, also wirklich, also ich langsam habe ich echt die Nase voll, muss ich sagen. Ja, da läuft irgendwas durchs Bild. Das können aber auch Eichhörnchen sein oder was weiß ich. Well, what conclusion do you draw after seeing this recording? Clearly, wie kann ich denn daraus Goblins erkennen? Oder Kobold oder irgendwie sowas? Also, kann ich nicht. We are not talking about birds, pets or even children here. These thin silhouettes appear to have a humanoid morphology, as revealed. Wieso kann es denn nicht auch einfach ein Tier sein, was auf zwei Beinen läuft? Die mag es tatsächlich auch geben. Was ist jetzt, was kann es sein? Ich sehe einfach nur zwei lange schwarze Schatten. Zwei kleinere, dünne, lange schwarze Schatten.
mehr sehe ich da nicht durchs Bild laufen. Ich kann weder erkennen, wie die Körper aussehen. Man erkennt eigentlich nichts. Ja? So. Revealed by our subscriber, but it is far from something we have seen before. Could it really be goblins? Tell me what you think about this. Ja, es können Goblins sein, es können Kobolde sein, es können die Nachbarn sein, die halt etwas klein gewachsen sind. Was weiß ich, was es ist. Ich kann es nicht erkennen. Ich möchte mich auch eigentlich nicht an den Spekulationen dazu beteiligen. And the previous recordings, since this video has already come to an end. Ja, bitte. My name is Leonor Clay. Ja, danke, Leonor. Ja, ich fand's unterhaltsam, auch wenn ich wenig Paranormales gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Goblins. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, unten in der Beschreibung findet ihr wie immer den Link zu dem Video von The Darkest Secret und auch zum Kanal. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und vielleicht müssen wir uns ja danach beim nächsten Mal tatsächlich unterm Bett verstecken vor Angst. Und würde sagen, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Adios.